Es hat immer so ein bisschen was von einem Familientreffen. Die Atmosphäre ist immer sehr schön, viel Publikum, das heißt, es ist immer eine gute Stimmung. Es ist herrlich, so viele Runden tanzen zu können. Es war einfach toll für uns. Das Tanzkarussell dreht sich weiter und weiter. Eine der traditionellsten und größten deutschen Tanzsportveranstaltungen, das Blaue Band, findet über die Ostertage in Berlin statt. Und das bereits schon zum 50. Mal. Es ist für mich eine Tradition. Also ich habe schon einige Turniere hier beim Blauen Band getanzt und es war wirklich einfach immer ein schönes Event, wo viele Paare zusammenkommen, wo man auch Leute trifft, die man lange nicht gesehen hat auf dem Turnier. Seit Mitte der 80er Jahre ist das Sportzentrum Siemensstadt Austrageort des Blauen Bandes. Viele Generationen von deutschen Tanzsportpaaren, darunter auch Welt- und Europameister, haben hier getanzt. Und selbst deutsche und Weltmeisterschaften fanden schon im Rahmen des 4-Tage-Events statt. Gerade für alle Berliner Paare ist der Heimvorteil daher etwas ganz Besonderes. Es war sehr schön, zu Hause in Berlin zu tanzen, die ganzen Freunde und Kollegen und Eltern auch dabei zu haben, die uns tatkräftig unterstützt haben. Über die 4 Osterfeiertage werden mehr als 50 Turniere im Standard- und Lateinbereich ausgetragen. Insgesamt sind in diesem Jahr mehr als 1400 Paare gemeldet. Das Blaue Band ist sogar so beliebt, dass es sogar Starterinnen und Starter aus anderen Ländern in die Hauptstadt lockt. Ich finde die Stimmung in Deutschland, immer wenn wir in Deutschland getanzt haben, war die Stimmung immer gut. Ja. Es sind alle Leute immer sehr freundlich, sehr offenherzig, sehr angenehm. Ja, absolut. Und macht Spaß. Es ist einfach ein schönes Erlebnis. Bereits am ersten Tag fallen Entscheidungen. Den Turniersieg in der Hauptgruppe A sichern sich Luana Giersbeck und Cedric Heinrich vom TTC Fortis Nova Maintal. Und dieser Turniersieg wird Ihnen sicherlich noch lange im Gedächtnis bleiben. Es ist nämlich der erste der beiden. Also es ist auf jeden Fall schon so eine kleine Belohnung, dass halt das viele Training sich auszahlt, dass der Weg, den wir halt mit unseren Trainern und so gehen, dass das der richtige Weg ist. Und es fühlt sich einfach gut an, dass jetzt quasi das ganze Training, die ganze Arbeit Früchte trägt. Noch bis Ostermontag werden täglich Turniere im Sportzentrum Siemensstadt ausgetragen. Tickets sind noch erhältlich und können online oder an der Tageskasse erworben werden. Falls Sie also noch nach einer Veranstaltung für die Feiertage suchen, kommen Sie gerne nach Siemensstadt und lassen Sie sich dieses bunte Tanzkarussell nicht entgehen.